Jurassic World Chaos Theory geht endlich weiter. Wir haben jetzt, zur Aufnahme dieses Videos vor ein paar Stunden, den ersten offiziellen Teaser zu Staffel 2 bekommen. Obwohl das ist weniger ein Teaser, das Ganze ist mehr ein Clip von 35 Sekunden, der, glaube ich, aus der allerersten Episode einfach rausgecuttet wurde. Das ist eine offizielle Veröffentlichung gewesen, selber von Universal. Allerdings wurde auch parallel zur Veröffentlichung dieses Clips die allererste Episode der zweiten Staffel auf der San Diego Comic-Con gezeigt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das einfach nur ein Snippet aus der allerersten Episode sein wird. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal über diesen Clip sprechen. Wir müssen über einen Dinosaurier sprechen, der hier neu auftaucht. Wir müssen über das sprechen, was da im Clip passiert. Eine ganz wichtige Sache. Und über ein Poster, das uns möglicherweise mehr verrät. In diesem Sinne legen wir los, ihr Lieben. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video jetzt losgeht, noch ganz kurz eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe vor kurzem ein großes Gewinnspiel angekündigt, bei welchem ihr zum Beispiel so ein T-Rex-Set hier gewinnen könnt mit dem lieben Buck und Ian Malcolm oder auch einfach einen Stegosaurus. Da gibt es noch wesentlich mehr Sachen zu gewinnen. Insgesamt habe ich 6 Artikel aus den USA für euch mitgebracht. Das Gewinnspiel ist zur Aufnahme dieses Videos und zur Veröffentlichung dieses Videos jetzt hier gerade aktuell. Deswegen geht einfach mal auf den Kanal, geht in den Community-Tab rein und switcht mal ein, zwei Beiträge nach unten. Da habt ihr dann sämtliche Bedingungen für das Gewinnspiel und ebenfalls die Aufgabe beschrieben, die ihr erledigen müsst, um 1 von diesen 6 Gewinnen abzustauben. Es sind 6 Artikel zu gewinnen, das heißt, die Chance ist dann doch relativ gegeben, dass du einen Gewinn davon abstauben kannst. Schau einfach mal rein in den Community-Tab des Kanals und mach mit. So, beginnen wir jetzt einfach mal mit dem, was uns der neue Clip zeigt. Ich fasse das einfach mal ganz kurz zusammen und dann gehe ich auf so ein paar wichtige Dinge ein. Der Clip beginnt damit, dass wir sehen, wie das große Schiff, welches wir am Ende von Staffel 1 haben, ablegen sehen, auf welchem sich Darius, Ben, Kenji, Yes und Sammy befinden. Das hat sich aufgemacht, um das Rätsel zu lösen. Also unsere Helden wollen jetzt herausfinden, was es mit dem mysteriösen Brooker auf sich hat und eben auch, ob der vielleicht dahinter steckt, hinter diesen Auftragsmorden schon, die eben auf die Nublar 6 angesetzt wurden. Und jetzt befinden wir uns auf jeden Fall mitten in der Nacht. Es ist ein stürmischer Seegang und auf einmal sehen wir, wie auf dem Schiff sämtliche Lichter ausgehen. Wir bekommen einen Cut und sehen dann ebenfalls diese kleinen Transportgehege, in welchen sich Dinosaurier befinden. Und auch da beginnen dann plötzlich sämtliche Sicherungen einfach sich auszuschalten und die Gehegetüren sind nun einfach, naja, offen, beziehungsweise können die jetzt einfach geöffnet werden. Und ich sag's immer wieder, je mehr Technik, umso einfacher ist es einfach, bestimmte Dinge zu hacken. Das aber nur so ganz kurz nebenbei. Darius und Ben bekommen dann irgendwann mit, dass da ein paar Geräusche auf dem Schiff von sich gegeben werden. Komischerweise hören wir auch einmal ganz kurz dieses, ich nenne es mal das Schnurren eines Raptors. Mein Grundgedanke hierbei ist erstmal gewesen, okay, ein Raptor ist aber gar nicht an Bord, meine ich. Also die Atrociraptoren sind ja mit der Pfeifenlady abgehauen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man Blue hier mit einbauen sollte. Das wäre wirklich blöd, wenn jetzt einfach Blue hier so ein komplett willkürlichen Auftritt bekommen würde. Mein Gedanke hierbei ist dann irgendwie auch noch Red gewesen. Haben wir jetzt hier Red bekommen? Hat die Pfeifenlady vielleicht Red immer geheim gehalten und den jetzt irgendwie hier aufs Boot geschmuggelt? Keine Ahnung. Im Endeffekt ist das jetzt in diesem Clip dafür da, uns in die Irre zu führen, denn wir hören, wie gesagt, zuallererst das Geräusch eines Raptors, sehen dann, wie Darius in die dunkle Leere schaut und plötzlich rennt ein Saurier in die Kamera und es ist ein Gallimimus. Ja. Und wir denken uns, okay, ist putzig das Tier auf jeden Fall. Hat mir auch sehr gut gefallen. Plötzlich sehen wir einen Blitz und die Silhouette eines seltsamen Tieres. Ich habe auf dem Reaction-Kanal eine Live-Reaction aufgenommen, wo ich mir den Trailer angeschaut hatte. Oder eben den Clip. Die habe ich dir mal da oben verlinkt. Schau es dir ganz gerne mal an. Ich hätte schwören können, dass dieses Tier ein Hybrid ist. Der sieht nicht aus wie ein Dinosaurier. Er sieht so aus wie eine Kombination aus Kaulquappe und Godzilla. Es sah auf jeden Fall sehr komisch aus. Ich habe da jetzt aber nochmal nachgeschaut.
Tatsächlich ist das hier ein Dinosaurier, den es auch schon in bestimmten Varianten als Actionfiguren für Jurassic World gegeben hatte. Und zwar handelt es sich hierbei um den sogenannten Majungasaurus. Von dem hatte ich vorher echt noch nichts gehört. Wenn ihr mal ein Video zum Majungasaurus haben wollt, dann mache ich das gerne als nächstes für euch fertig. Würde sich jetzt auf jeden Fall anbieten, bevor Staffel 2 beginnt. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Und der wird ultra cool in Szene gesetzt. Der taucht so ähnlich auf, wie wir das aus The Lost World Jurassic World 2 Fallen Kingdom sehen. Zu Beginn, wo dann eben ebenfalls Blitze im Hintergrund aufflackern und wir können dann die Silhouette von Rexy sehen. Allerdings haben wir jetzt hier schon einen kleinen Jumpscare, muss ich sagen, denn wir sehen zuerst die Silhouette von diesem Dinosaurier im Hintergrund und der stürzt sich auch dann direkt auf den Gallimimus. Und ich habe mir ganz kurz gedacht, das war jetzt Glück für Darius gewesen. Das Tier scheint sich nämlich komplett willkürlich einen der beiden ausgesucht zu haben, entscheidet sich aber dazu, den Kopf nach rechts zu neigen und eben nach rechts zu beißen. Hätte er nach links gebissen, wäre Darius einfach tot. Das nur mal ganz kurz so nebenbei. Das ist wirklich Glück gewesen. Und dieses Tier scheint tatsächlich gar nicht mal unwichtig für die neue Staffel zu werden. Unter anderem haben wir jetzt hier die Frage, wo kommt der plötzlich her? Warum ist der auf diesem Transporter? Und wir sehen dann noch sogar, wie das Tier eine kleine Verfolgungsjagd mit Darius hat. Ein Poster unter anderem, das ist das hier, zeigt uns dann auch noch, wie sich Darius vor dem Majungasaurus versteckt und er hält das Handy so nach oben, was eine sehr komische Pose ist. Da kann ich mir nur zusammenreimen, dass er damit vielleicht irgendwie den anderen Nublar 5, die auch auf diesem Schiff sind, zeigen will, was da für ein Dinosaurier ist oder ähnliches. Das ist aber nicht das Poster, über das wir jetzt reden müssen. Wir müssen über das Poster hier reden. Das wurde uns nämlich ebenfalls noch gleichzeitig damit veröffentlicht. Und lustigerweise hatten wir einen Tag davor einen Livestream auf Twitch gehabt, wo wir dieses Poster verschwommen geleakt bekommen haben. Und wir haben uns einen YouTuber dazu angeschaut, der war davon felsenfest überzeugt, dass du auf diesem Poster siehst, wie Brooklyn an einem Computer sitzt und sich dann irgendwie in die Kamera umdreht. Der hat in diesem verschwommenen Bild Dinge gesehen, wo ich noch gemeint habe, ich sehe das alles nicht. Lustigerweise sind ein paar von euch voll drauf angesprungen und haben ebenfalls geschrieben, Tobi, siehst du Brooklyn da nicht? Da ist doch Brooklyn zu sehen. War auf jeden Fall ein sehr witziges Video. Deswegen schaut mal auf dem Reaction-Kanal vorbei. Ich werde das dann zeitnah auch hochladen. Das hier ist auf jeden Fall jetzt das Bild unzensiert. Da ist keine Brooklyn mit drauf. Nein, das ist ein Blitz, bei dem ihr gemeint habt, das wäre Brooklyn. Ist auch vollkommen egal, war aber sehr witzig gewesen. Und was hier interessant ist, ist die Person, die wir oben sehen. Wir sehen hier eine Person, die wirklich zu beobachten scheint, wie das Chaos auf dem Schiff langsam ausbricht. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht, dass natürlich jemand an Bord sein muss, der sämtliche Gehege oder auch den Strom auf diesem Schiff gehackt hat. Da muss ja jemand da sein, der dafür verantwortlich ist. Und zuerst war die Idee, da ist ein Blitz auf dem Schiff eingeschlagen. Deswegen wäre alles einfach down gegangen. Aber diesen Blitz sehen wir jetzt hier auf dem Poster zwar, aber nicht im fertigen Clip später. Da ist kein Blitz zu sehen. Meine Vermutung ist, dass wir hier oben die Person sehen, die wir bereits schon einmal gesehen haben. Denn wir haben bereits zwei Bilder zu Staffel 2 bekommen. Ein Bild mit einem Suchomimus, der von einer Herde Stegosaurus umkreist war. Und ein Bild, wo unsere Helden vor einer Person stehen, die einen Elektroschocker auf sie hält. Und ihr habt mir damals noch geschrieben, Tobi, das ist, glaube ich, ein Bild aus Staffel 1. Wir wissen jetzt, nein, das ist ein Bild aus Staffel 2. Ich habe nachgeschaut gehabt, das wird dieselbe Person sein. Wir haben also einen Verräter an Bord. Ist eben nur die Frage, wer das sein könnte. Die Theorie da draußen, dass das der Broker ist, die wird auch immer lauter. Das glaube ich aber nicht, dass man jetzt hier den Broker wirklich so dann auf dem Schiff einführt. Vor allem, wie soll er auf das Schiff gekommen sein? Ich glaube einfach mal, dass wir jetzt hier weiterhin Verräter der DPW mit dabei haben, die nun einfach für Chaos sorgen und versuchen, die Kinder weiterhin zu töten. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass dieses Schiff letztendlich dann auch kentern wird, was uns erklärt, wie das zweite Bild zustande kommt mit dem Suchomimus und den Stegosaurus, weil dieses Bild spielt, ich meine, es war Ostafrika oder Westafrika. Es war auf jeden Fall irgendwo in Afrika, da spielt nämlich Staffel 2 zum Teil.
Und wir haben uns gefragt, wie kommen die jetzt nach Afrika? Warum? Und wie kommen Dinosaurier dahin an Land? Die Antwort wird genau das sein. Die Saurier brechen auf diesem Schiff aus. Das Schiff wird entern, irgendwo an der Küste Afrikas. Und dann werden unsere Helden da eben auch an Land kommen, aber Dinosaurier eben auch. Das kann ich mir so vorstellen, dass das die gesamte, die Anfangshandlung so sein wird. Und ja, das verrät uns jetzt im Endeffekt dann. Dieser Clip plus eben noch ein offizielles Erscheinungsdatum, Jurassic World Chaos Theory Staffel 2 erscheint erst am 17. Oktober diesen Jahres. Ich habe irgendwie mit September gerechnet, aber Oktober wird es jetzt im Endeffekt eben werden. Ja. Jetzt bist wie immer du gefragt. Was hältst du von diesem kurzen Clip? Hättest du einen Trailer lieber gesehen? Ich irgendwie schon. Ich fand das jetzt nicht so bahnbrechend. Bock habe ich aber dennoch drauf. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.